Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass man Mario Odyssey inzwischen unter einer Stunde durchspielen kann? Beziehungsweise, als Normalsterblicher ist das nicht möglich. Aber vor einigen Tagen wurde ein neuer Weltrekord in der Any-Person Mario Odyssey Speedrun-Kategorie aufgestellt, und zwar inzwischen und damit der erste Mensch überhaupt aus Kanada hat der User Nikroveda es geschafft, Mario Odyssey als allererster Mensch unter einer Stunde durchzuspielen. Mit einer Zeit von 59 Minuten 59 Sekunden und 200stel hatte es geschafft, Mario Odyssey zu beenden. Und da habe ich mir gedacht, so als Kanal, der hauptsächlich Mario Odyssey behandelt hat, ist das ein denkwürdiges Thema und ein denkwürdiger Moment allgemein, darüber mal ein Video zu machen, darüber zu berichten, denn ich finde, das ist einfach phänomenal, liebe Leute. Ich habe hier Gameplay von Nikro eingeblendet und ihn auch verlinkt in der Videobeschreibung. Es ist einfach absolut krass. Und das Heftige danach ist, dass zwei Tage später der User Goryuya aus Japan ebenfalls die 1-Stunde-Marke unterboten hat. Und die beiden kämpfen jetzt um den Mario Odyssey Speedrun-Thron, wenn man es so sagen will. Und man muss sagen, dass ab dem 27.10.2017, also das Spiel ist schon über 1,5 Jahre alt, haben sich schon sehr neue Strategien entwickelt, die in der Release-Woche von Mario Odyssey oder dem ersten Monat, wo auch schon Speedrun existent waren von Mario Odyssey, die aber noch ungefähr bei 1,5 Stunden lagen, undenkbar sind. Also jetzt gibt es inzwischen Strategien sogar zuhauf, wo man out of bounds sogar geht und sonstiges, die natürlich erstmal gefunden werden müssen. Und ich habe auf diesen Tag gewartet, wo der Mario Odyssey Speedrun unter 1 Stunde ist. Man muss fairerweise sagen, dass vor über 1 Monat schon der Speedrunner Lil Kirps exakt einen Run hingelegt hat, der genau 1 Stunde und 0 Sekunden ging. Und es hat nur 1/2 Sekunde gefehlt. Und Leute, ganz ehrlich, ich dachte, ich wäre schon ansatzweise irgendwie gut mit meiner Zeit von knapp unter 2 Stunden, als ich mal Mario Odyssey damals gespeedrunnt habe. Auf dem 13. Platz in der Weltrangliste haben wir Justin, ein deutscher Speedrunner, der vor 20 Tagen ebenfalls einen Personal Record aufgestellt hat, mit 1 Stunde, 1 Minute und 6 Sekunden. Und ich habe mir seinen Run auch angeguckt, sehr ärgerlich, weil er ist im Luncheon Kingdom leider aus Versehen einmal gestorben und hat deshalb 15 bis 20 Sekunden verloren. Aber zurzeit ist er auf jeden Fall in der deutschen Rangliste der Erste. Was gibt es sonst noch Neues in der Mario Odyssey Community? Natürlich Hacks und Mods gibt es inzwischen zuhauf, die ich höchstwahrscheinlich auch in nächster Zeit hier auf meinem Kanal bringen werde. Denn gute Nachrichten, es werden jetzt wieder regelmäßig Videos kommen im Bereich Nintendo, Mario, Zelda und sonstiges, wie ihr es sonst auch gewohnt seid von mir. Ich war in letzter Zeit aber sehr viel mit meinem wirklichen Hauptkanal beschäftigt. Viele wissen es nicht, ich habe ja eigentlich noch einen Hauptkanal und Theo ist eigentlich nur mein Zweitprojekt, was mir aber sehr viel Spaß macht und mir sehr am Herzen liegt. Deswegen will ich jetzt wieder öfter Videos machen. Und Schande über Nintendo, es wurde immer noch nichts ansatzweise zu Mario Odyssey angekündigt. Kein DLC, kein zweiter Teil, und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil es war für lange Zeit das erfolgreichste Switch-Spiel überhaupt. Und wenn Breath of the Wild sogar 2 DLCs kriegt, warum dann nicht Mario Odyssey, wo das Implementieren von Inhalten ja wohl mit Königreichen und Zusatzmonden theoretisch voll einfach wäre für Nintendo. Finde ich ein bisschen enttäuschend, aber eventuell machen sie extra keine DLCs, weil sie schon an einem zweiten Teil mit der gleichen Engine arbeiten. Ich wollte euch nur darüber berichten, weil die Speedrunner oft unter dem Radar fliegen in der allgemeinen Nintendo-Community, was ich sehr schade finde, weil ich finde, es ist ein wichtiger Punkt in der Mario Odyssey-Community. Und wenn ich nun mal schon so ein Sprachrohr habe hier mit über 80.000 Leuten, dann nutze ich das. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid, es gibt bald wieder Videos. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.